wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind wieder am Wasser und machen weiter mit dem nächsten Blog. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und heute geht es um die wohl beste Montage, um am Baggersee große Hechte zu fangen. Und da gibt es für mich eigentlich nur eine einzige, die wirklich dauerhaft überall einschlägt und richtig große Fische bringt. Und das ist die Unterwasserpose-Montage, beziehungsweise das Unterwasserpose-Paternoster. Und das werde ich euch gleich zeigen und wir gehen da mal richtig ins Detail. Ich klamüse die komplett auseinander und werde euch die Stück für Stück erklären. Sage euch gleich auch, was ihr für Komponenten braucht und dann könnt ihr das Stück für Stück nachbauen und dann auch benutzen. Und ich hoffe, wenn ihr das dann alles so zusammengeflickt habt, dass ihr dann im Baggersee auch mal richtig große Fische fangt. Ja, ich habe jetzt gerade einen vergeigt. Das ist im Moment sehr schwer. Es ist ziemlich kalt gewesen, ist jetzt wieder ein bisschen wärmer geworden. Wir haben jetzt wieder plus 8 Grad. Wir haben richtiges, schönes, nebliges Winterwetter. Und ja, da werden die Fische wieder ein bisschen zickig, weil die dieses Auf und Ab überhaupt nicht mögen. Und ja, vielleicht beißt ja gleich mal noch einer live. Vielleicht auch nicht. Wenn wir gleich fertig sind, dann werde ich auch mal unter Wasser gucken, was sich in der Zeit, wo wir hier ein bisschen Smalltalk halten, da unten so tut. Und wie viele Fische ich eventuell verpasst habe, weil ich den falschen Köder drauf habe. Ja, wird ein bisschen interessant werden, hoffe ich. Und sehen wir uns gleich wieder. Ich bereite das hier eben vor, weil wir müssen in die Nahaufnahmen reingehen. Und ja, dann legen wir los. So, legt euch mal bitte folgende Sachen auf den Tisch. Und zwar braucht ihr einmal eine Unterwasserpose, Modell Grace Brawler, Größe Medium. Dann braucht ihr einmal ein Stück Titan, ungefähr 70 cm. Dann braucht ihr einmal Stahlvorfach, 7x7 in 12 Kilo. 60 cm, zwei Drillinge, Größe 2 bis 4, ein Kugelblei, 60 Gramm, zwei Tönchenwirbel, ein Fadenstopper und diese Gummitüllen, die man halt über diese Wirbelchen drüber zieht. So, wenn ihr das Ganze habt, legt euch da noch eine Quetschhülsenzange hin und ein paar Quetschhülsen. Und ja, dann starten wir jetzt. So, dann wollen wir mal starten. Ich muss jetzt leider mit Autofokus arbeiten bei der Aufnahme, deswegen kann das mal kurzzeitig unscharf werden. Wir fangen an. Ihr zieht euch auf eurer Hauptschnur einen Fadenstopper drauf. Danach wedelt ihr die U-Pose auf. Dann setzt ihr einen Tönchenwirbel. Ah, sieht man so nicht. Muss ich ein bisschen heller machen. Dann setzt er nach der U-Pose einen Tönchenwirbel. An den Tönchenwirbel macht er das Stück Titan dran. Quetscht das und zieht dann hier ein Schutzgummi drüber. Dann schiebt ihr die U-Pose hier mit dem Tönchenwirbel in das Schutzgummi rein. Dann ist die Milch fest und zieht den Fadenstopper, der sich gerade von meiner Schnur verabschiedet. Ah, jetzt ist auch zu spät. Und zieht den Fadenstopper jedenfalls hier oben und fixiert die U-Pose hier oben nochmal. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, ich habe jetzt hier das Modell Grace Brawler in Medium. Müsste ungefähr 40 Gramm Auftrieb haben. So, wenn ihr das gemacht habt und habt euer Stück Titan da dran gequetscht, dann geht das weiter. Und dann zieht ihr den Fox Rotary Uptrace Kit. Ich zerlege den jetzt gerade mal eben in seine Bestandteile. So,
So sieht das ganze Ding aus, wenn das in der Packung ist. So. Kann man sehen, ne? Zieht ihr euch die drei Bestandteile auf das Titanvorfach drauf. Und dann steckt ihr die zusammen. Einmal, zweimal. So. Danach macht ihr wieder ein Tönchenwirbel. Moment. So. Kurz warten, bis es scharf ist. So, sollte scharf sein. Danach macht ihr da unten wieder ein Tönchenwirbel dran und zieht auch diesen wieder hier unten mit der Quetschhülse in die Gummilasche rein. Das ist wichtig, ja, nicht frei rutschend auf dem Titanvorfach, weil wenn ihr das Ding dann hinterher versenkt, zieht das Blei ja die ganze Montage nach unten, aber euer Köderfisch rutscht mit dem Vorfach nach oben bis zur U-Pose und verheddert sich dann über der U-Pose in der Hauptschnur. Deswegen muss der hier fixiert sein. Am Ende von diesem Tönchenwirbel kommt euer Seitenarm dran, wie hoch ihr den Köderfisch über dem Boden präsentieren wollt. Ich fange bei 2 Meter an und teilweise machen wir den sogar 6 Meter lang, wenn wir über im Freiwasser zum Beispiel über großen Krautfeldern unseren Köderfisch präsentieren wollen oder über kleineren Barschbergen oder seitlich von großen Barschbergen, ja, wo ich dann den Köderfisch so auf der Hälfte von der abfallenden Schräge hängen haben möchte. Also man kann echt total viel mitmachen, aber man braucht ab einem Seitenarmlänge von 2 Meter plus definitiv ein Boot. Also bis 2 Meter kann man diese Montage vom Ufer schmeißen und alles, was über 2 Meter geht, muss unweigerlich mit dem Boot abgelegt werden. Sei es ein Futterboot oder eine Schlauche, ja, weil das kann man da nicht mehr schmeißen. So, wie gesagt, da dran euren Seitenarm mit dem Kugelblei. Warum denn Kugelblei? Weil wenn das Ding mal feststecken sollte oder sich irgendwo verheddert, meistens kommt ein Kugelblei überall wieder raus. Und zweitens, wenn der Fisch beißt, rollt das Kugelblei einfacher über den Grund wie ein Gripper, weil bei dieser Montage muss der das Blei ja mitziehen. Also wir nehmen immer 60 Gramm Kugelblei und selbst die Zander von 50 bis 70, 80, die zwischenzeitlich dann doch mal draufholzen als Beifang, die ziehen das ohne Probleme mit. Das ist gar kein Problem. So, wenn ihr das soweit alles gequetscht habt und zusammengesteckt habt, kommt hier an den Ausleger, ja, der, euer Vorfach dran. Der ist hier 360 Grad drehbar, quasi wie ein Riesenhelikopter vom Karpfenangeln. Dann nehmt ihr dann, also macht ihr euch ein ganz normales Vorfach fertig, 2 Drillinge. Wie gesagt, bei U-Pose immer ein bisschen größer, weil die Köderfische für Baggerseen auch größer sein sollten. Da solltet ihr euch nicht scheuen, auch mal richtige Schlappen dran zu machen von 25 bis 35. Ja, hier wird das Vorfach eingehangen. Das Vorfach sollte kürzer sein wie das Uptrace, weil wenn das Vorfach länger ist als das Uptrace, kann es auch wieder vorkommen, dass in der Absinkphase dieser Montage der Köderfisch sich über der U-Pose verheddert. So, wenn ihr da euer Vorfach dann fertig habt, dann klingt ihr das hier mit diesen Quick Change Swivels. Ich hasse es, diesen Namen auszusprechen. Sagen wir einfach Schnellwechselwirbel. Klingt ihr das hier ein? In die Öse? Flupp. Moment, kurz scharf werden lassen. So. Und dann zieht ihr auch hier zur Sicherung wieder die Gummimuffe rüber. Gummimuffen sind bei dieser Montage ganz, ganz wichtig, weil wir die Verhedderung komplett reduzieren müssen auf ein Minimum. So sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr das soweit fertig habt,
ist die Montage auch fertig. Jetzt noch das Wichtigste an dieser Montage. Warum, haben sich jetzt einige gefragt, setzt der Kerl jetzt von U-Pose bis zu diesem 3-Wege-Wirbel ein Stück Titan? Die Sache ist ganz einfach. Aber dafür muss ich erst wieder umschalten, das zeige ich euch gleich. Gebt noch mal ein paar Sekunden. So, warum benutzen wir das Uptrace mit dem Stück Titan? Das hat zweierlei Gründe. Erstens versteift uns das Titan, ja, die ganze Montage und reduziert uns die Verwicklung. Und zweitens passiert es sehr oft, dass der Hecht, wenn er den Köderfisch packt, ja, und von unten angeballert kommt, dieses Stück hier zwischen U-Pose und 3-Wege-Wirbel mit ins Maul bekommt. Und wenn ihr dann den Anschlag setzt, macht es mir nicht flipp. Und dann ist eure Hauptschnur durch. Deswegen setzt man dieses Stück, ja, aus Titan bei der U-Posen-Montage. Ja, das Ganze stellt sich im Wasser einfach, wenn ihr reingeschmissen habt, gerade auf. Deswegen müsst ihr die Schnur dann auch ganz wenig spannen, dass die Montage kippt und der Köderfisch dann schön quasi wie in so einem Dreieck nach unten hängt. Das Ganze könnt ihr auf unserer Homepage auch nochmal als Bild euch angucken. Da steht das Ganze auch nochmal beschrieben. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Montage. Ihr werdet sicherlich den einen oder anderen Fisch mehr fangen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ja, seitdem zum Beispiel André und Jens diese Montagen benutzen, seit ungefähr 2 Jahren fangen die Fische noch und nöcher und Riesenteile an denselben Seen, wo sie vorher niemals so einen Erfolg gehabt haben. Und egal an welchen See wir mit dieser Montage gefischt haben, wir haben wirklich an jeden See mit dieser Montage abgeräumt. Vorausgesetzt, da diese Montage recht lang ist, ihr braucht eine gewisse Grundtiefe vom Gewässer. Also bei flachen Baggerseen müsst ihr es leider vergessen. Aber alles, was so ab 5 Meter nach unten geht, perfekt. Ja, ich gucke jetzt mal noch auf die Unterwasserkamera, weil irgendwie ist mir hier heute zu wenig los. Die Fische sind recht zickig. Mein Nachbar da drüben, ich das so im Nebel erkennen konnte, hat gerade mal einen Huken gefangen, aber so ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. So, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, diesen Vlog zu gucken. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, Fragen, Anregungen, Wünsche, schreibt uns über Facebook eine PN oder über unsere Homepage, über das Kontaktformular. Wir versuchen uns so das Interessanteste rauszupicken und spezielle Wünsche zu berücksichtigen. Wie gesagt, wir stehen noch am Anfang mit unseren Blogs und da gibt es bestimmt auch noch jede Menge zu verbessern. Ja, ich hoffe, das nächste Mal vielleicht auch wieder mein Kollege Timo Zeit hat. Ja, Mr. Pike ist im Moment ein bisschen sehr beschäftigt. Deswegen mache ich das gerade alleine, aber auch diese Zeiten werden sich wieder ändern und dann werden wir auch wieder zu zweit vor der Kamera sein. Bis dahin, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Vlog, ciao, ciao.